So, bei mir drei Teile von iFire. Stellt euch am besten kurz selbst vor mit Namen, bitte. Ich bin Free. Ich bin Raw. Ich bin der W. Okay, jetzt, ihr wart schon mal auch in Passau bei einem Gig. Ich glaube, damals Zeughaus war das, oder? Ja? Zeughaus, ja. Genau, ihr wart im Zeughaus in Passau schon mal. Was habt ihr generell noch für Erinnerungen hier an unsere Gegend? Erstmal, dass mir die Stadt sehr gut gefällt. Irgendwie habe ich heute gleich wieder gemerkt, alles klar, dieses schöne Panorama hattest du schon mal mit der Donau. Ich hoffe, es stimmt jetzt. Ja, doch, ist richtig. Und den ganzen schönen Häusern und Berge und es geht hoch und runter und so. Das kennt man im flachen Norden nicht so sehr schön. Okay, hier drüben auch noch irgendwelche generell Erinnerungen an den Gig damals in Passau vorhanden. Ich reiche mal das Mikro hier rüber. Also ich fand auch das mit den drei Flüssen, das Eck fand ich ganz interessant so. Ansonsten, ja, nettes Städtchen. Uns wurde gleich gesagt, da gibt es eine Polizeischule. Daran kann ich mich noch erinnern. Ne? Okay. Alles klar. Jetzt treffen ja sicherlich mit eurer norddeutschen Kultur, allein schon von der Sprache her und hier mit dem tiefsten Niederbayerisch, zwei ziemlich extreme aufeinander. Habt ihr da schon generell Probleme merken müssen? Nö, Probleme nicht. So, wir sind ja mittlerweile auch sehr oft hier im Süden gewesen schon, irgendwie auch in Bayern so und... Man lernt halt einfach mit der Zeit, dass nur weil man Moin sagt, noch lange kein Moin zurückkommt. So, es ist halt dann doch Grüß Gott, oder? Okay, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Was sind denn so die bayerischen Begriffe, die euch vielleicht am stutzigsten gemacht haben? Aschmarren. Keines. Ich verstehe das eh alles nicht. Also, verstehst du das eh alles nicht? Bei Fotzenhobel musste ich schon kurz gucken. So, okay. Genau, jetzt spielt ihr morgen wieder in Baden-Württemberg. Das ist ja jetzt nicht gerade ums Eck. Das heißt, da müsst ihr auch wieder ein bisschen fahren. Wie sieht so quasi der Tourbus-Alltag bei euch aus? Ich gebe mal das Mikro hier rüber. Möglichst viel schlafen und viel Genussmittel zu uns nehmen, um die Fahrt gut zu überstehen. Also ich denke, es läuft eigentlich so ab, wir spielen Gig, dann entspannen wir uns noch ein bisschen und irgendwann, sobald der Motor angeht in der Nacht, weil unser Busfahrer fährt gerne nachts, ein Dank an unseren Busfahrer, sobald das Auto anfängt zu brummeln, irgendwie werden wir alle ganz müde und dann hauen wir uns in die Koje, dann werden wir ganz easy in Schlaf geschaukelt und morgens wachen wir dann im nächsten Städtchen auf. Ist total entspannt, kann ich nur empfehlen. Ne? Kinderwagen-Effekt. Okay, jetzt habe ich gelesen in eurem Blog, dass euer Gig in Freising ziemlich auch ins Wasser gefallen ist sozusagen. Jetzt war heute das Wetter auch nicht unbedingt das Beste, aber ihr kommt damit klar. Das heißt, ihr seid sozusagen, ihr habt euren Freischwimmer schon gemacht. Das auf jeden Fall. Wobei man zu Freising sagen muss, da war das gar nicht so schlimm mit dem Wasser, weil es war eine geschlossene Zeltbühne und es hat die Leute in unsere Arme getrieben, ob sie wollten oder nicht. So, sie sind reingeschwemmt worden einfach zu uns. Okay, alles klar. Ja, hier drüben dieselbe Meinung? Ja, natürlich. Alles klar, gut. Dann war's das schon. Bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch natürlich noch ein geiles Festivalwochenende. Haut rein. Ja, Mann. Dankeschön. Ciao.